Zurück bei TAF Live aus München mit Zahlen, die echt bewegen. Jedes 9. Kind in Deutschland kommt zu früh auf die Welt. Manche sogar schon im 5. oder 6. Monat. Und das bedeutet dann, dass sie um ihr kleines Leben echt noch kämpfen müssen. Ja, nicht nur für die Eltern, sondern natürlich auch für die Pfleger und Ärzte ist das eine richtig große Herausforderung. Wie intensiv und vor allem in allen Belangen anstrengend die Arbeit dort ist, das haben wir jetzt für Sie. Auf den Frühchenstationen von Leipzig und Berlin kämpfen Spezialisten täglich um das Leben von Neugeborenen. Kinder, die Wochen oder sogar Monate zu früh auf die Welt gekommen sind. Das ist manchmal bei den Frühgeborenen so, dass sie kleine Blutungen haben in den Köpfen. Das ist einfach aufgrund der Unreife vom Gehirn passiert das eben. Wenn jedes Gramm zählt und jeder Tag über Leben und Tod entscheidet, bringt das Ärzte und Eltern oft an ihre Grenzen. Das ist so die Angst, dass einfach alles vorbei ist. Das sah gut aus, Melissa. Jetzt musst du saugen, Schnecki. Melissa und Jonathan, zwei Frühchen und ihr schwerer Start ins Leben. Das Uniklinikum Leipzig. Hier auf der Frühchenstation liegen bis zu 31 Kinder. Manche kommen wenige Wochen vor dem geplanten Termin, andere ganze Monate zu früh. So wie die Babys von Zwillingsmama Mandy. Theodor und Jonathan mussten bereits im 7. Monat geholt werden. Ihre Entwicklung ist dabei völlig unterschiedlich. Sein Bruder liegt jetzt schon seit 2 Wochen ungefähr im Wärmebett. Und das ist natürlich viel schöner. Dann kann man ihm auch mal ein Küsschen geben, zum Beispiel zur Begrüßung oder zum Abschied. Das geht halt alles nicht, solange die im Inkubator sitzen. Mandy ist zum ersten Mal Mama geworden und lebt eigentlich mit ihrem Mann in Chemnitz. Doch für die Geburt wurde ihr das Spezialistenteam aus Leipzig empfohlen. Um rund um die Uhr für ihre beiden Kinder da sein zu können, schläft sie nachts ganz in der Nähe in einem Hotel. Auf jeden Fall hat man dann auch Angst, ne, dass euch irgendwas passiert. Vor allem dem kleinen Mann hier, der immer etwas leicht war. Und der viel professionelle Hilfe benötigt. Wie die von Schwester Jenny, die vor 8 Jahren hier auf der Station als Auszubildende begonnen hat. Manchmal ist es einfach so, dass ein Zwilling viel Volumen und auch viel Ernährung bekommt und der andere eben nicht so viel. Das war beim Jonathan auch der Fall, weshalb es am Anfang etwas kritischer war um ihn. Bei seiner Geburt wog Jonathan nur 740 Gramm. Inzwischen konnte er sein Gewicht immerhin schon verdoppeln. Normalerweise wiegen Neugeborene aber zwischen 2.800 und 4.200 Gramm. Stationsarzt Rudi Aschall soll nun entscheiden, wie es mit dem Frühchen weitergeht. Wie lange liegt er denn jetzt in dem Bett? Das wäre ja jemand, der prinzipiell wahrscheinlich raus könnte. Der ist ja jetzt schon über 40 Tage alt. Und vom Gewicht her glaube ich auch, dass er mit dem Bett ganz gut fährt. Können wir den, wenn er dann umzieht, noch einmal wiegen? Ja, mache ich. Wenn Jonathan weiter zugenommen hat, darf er noch heute vom Brutkasten ins Wärmebett umziehen. Es wäre nicht nur der erste große Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Zum ersten Mal dürfte der Junge dann auch mit seinem Zwillingsbruder Theodor kuscheln, der bereits viel weiterentwickelt ist. Das St. Josef Krankenhaus in Berlin. Jedes 10. Hauptstadtkind kommt hier zur Welt, einige deutlich vor dem Geburtstermin. So wie die kleine Melissa. Sie kam völlig unverhofft, als ihre Mutter Saskia, die bereits 2 Kinder hat, wegen der Grippe in die Klinik musste. Und dann bin ich da hingegangen und dann fing sie aber an, ihre Fruchtblase ist geplatzt. Ja, und dann hat sie gemeint, dass mir nichts anderes übrig bleibt, außer dass man sie holt. Und das Ganze 6 Wochen zu früh. Nur 2.460 Gramm brachte Melissa auf die Waage. Aber ihr Gewicht fällt jetzt immer weiter. Saskia und ihre Tochter kämpfen um jedes Gramm. Für die 31-Jährige ein Albtraum, der schlimme Erinnerungen weckt. Denn schon ihre erste Tochter musste wegen einer Schwangerschaftsvergiftung per Notkaiserschnitt geholt werden. Das ist so die Angst, dass einfach alles vorbei ist. Bei meiner ersten Tochter haben wir ums Leben gekämpft. Sie war im künstlichen Koma. Und das war dann, ja, man hat halt immer Angst, ne, dass wieder irgendwas passiert. Und dann, wenn man schon vorbelastet ist, dann hat man halt noch mehr Angst. Saskias älteste Tochter hat überlebt. Ihre kleine Schwester musste bis jetzt künstlich ernährt werden. Erst wenn Melissa selbst trinken kann und ihre Temperatur stabil ist, ist die kritische Phase vorbei.
Vom Wiegen bin ich so aufgeregt, weil wir 5 Gramm plus oder minus spielt für uns so eine große Rolle im Moment. Ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie. Melissa muss alleine trinken können und zunehmen. Erst dann dürfen beide heim. Es gibt keinen größeren Wunsch, außer nach Hause zu gehen. Mein Sohn wartet, meine Tochter wartet auf das Ankommen der großen kleinen Schwester. Gell? Jeden Tag wollen wir nach Hause gehen. Guten Morgen. Na, ist die kleine Melissa bereit? Einmal wiegen, ein bisschen frisch machen? Schwester Susi betreut Melissa von Geburt an, kämpft seit 8 Tagen um das Leben des Frühchens. Denn anstatt zuzunehmen, nimmt die Kleine ab. Ein Zehntel ihres Gewichts hat sie schon verloren. Und was haben wir besprochen, Mama? Ist zu knacken? 2240 muss Melissa heute knacken können. Sonst müssen wir uns überlegen, ob wir doch noch weiter sondieren müssen über die Magensonde oder ob wir ihr noch einen Tag die Chance geben. »2200 sehe ich schon, aber leider nicht die 40, sondern die 15.« Ein Rückschlag für Saskia und ihr Frühchen. Melissa nimmt einfach nicht genug zu. Ja, das ist ein bisschen schwer. Okay. Aber wir schaffen das. Na klar. Okay. Alles gut, wirklich. Melissa müsste im Bauch alles noch gar nicht können und sie kann jetzt schon so viel. Doch Saskia fällt es schwer, positiv zu denken. Zu groß ist ihre Enttäuschung, ihre Angst. Mütter fühlen sich bei allem, was ist, immer sehr schnell schuldig. Mütter fühlen sich schuldig, dass sie auf so einer Station landen. Die fühlen sich schuldig, wenn sie ein Kind, was zu früh geboren ist, bekommen haben. Und die fühlen sich auch schuldig, wenn das Kind nicht zunimmt, weil sie immer denken, sie haben nicht genug Milch. Und es ist ganz wichtig, finde ich, dass man dieses Schuldgefühl diesen Müttern nimmt. Chefärztin Dr. Beatrix Schmidt kennt die Probleme von Frühcheneltern so gut wie keine andere. Sie betreut seit mehr als 10 Jahren Frühchen und ihre Eltern auf Station. Wir haben eben mal geguckt. Sie hat ja noch mal ein bisschen Gewicht abgenommen. Gestern Nacht hat sie sich fast stündlich gemeldet. Also es ist häufig so, dass die Babys erst mal lernen müssen, Hunger zu entwickeln. Wissen Sie, bisher hat ihr Kind ja wie im Schlaraffenland gelebt. Ja. Und musste sich nicht darum kümmern, wie das ist, Hunger zu haben. Doch das muss sich nun ändern. Nimmt Melissa endlich zu und darf sie mit ihrer Mama bald das Krankenhaus verlassen? Auch im Leipziger Krankenhaus entscheidet heute jedes Gramm. Frühchen Jonathan hat die Chance, endlich den Brutkasten zu verlassen und zu seinem Zwillingsbruder Theodor ins Wärmebett zu ziehen. Voraussetzung ist, dass er nicht abgenommen hat. Schön wär's, wenn du jetzt nicht pullerst, ne? Mal sehen, ob er das schon. Ja, es ist immer kalt und blöd hier. Wie viel wiegt der? 1460. 1460. Ganze 100 Gramm mehr als bei der letzten Messung. Ein Riesenschritt für den kleinen Jonathan. Damit wird es Zeit für eine längst überfällige Premiere. Das Frühchen darf endlich zu seinem Zwillingsbruder. Schau mal, wer hier kommt, Theo. Guck mal, du guckst schon ganz skeptisch. Jeder Moment, wo sie quasi zusammen sein können, ist natürlich ein ganz besonderer Moment auch für uns und ich denke auch für die Kinder. Ich denke, sie müssen sich jetzt erstmal kurz daran gewöhnen, dass hier noch jemand anders liegt. Ein Meilenstein für den kleinen Jonathan. Doch noch ist er nicht über den Berg. Ein Ultraschall soll klären, ob Jonathan eine gefährliche Hirnblutung hat. Und Frühchenmama Saskia entlässt sich selbst aus der Klinik. Melissa verliert daheim weiter an Gewicht, schwebt sie in Lebensgefahr. Die Frühchenstation. Morgen bei TAF.